Zum Abschluss unserer Sommerinterviews 2023 haben wir einen Mann zu Gast, der ja heute Morgen hier im Rheinland-Pfälzischen Landtag ganz gelassen stehen kann. Jedenfalls, wenn man die Umfragewerte seiner Partei als Maßstab nimmt. Bei uns ist der Landesvorsitzende der Rheinland-Pfälzischen AfD. Guten Morgen, Herr Bollinger. Guten Morgen, Herr Becker. Ja, Umfragewerte sind gut aus Ihrer Sicht. 16% in Rheinland-Pfalz im aktuellen SWR-Politrend, eine Woche alt. 20% im Bund sogar. Die AfD denkt sogar schon über eine Kanzlerkandidatur nach. Finden Sie das gut oder würden Sie sagen, es gilt immer noch der alte Satz, Hochmut kommt vor dem Fall? Gut, man muss immer, es gibt den Spruch, dass man hoch zielen muss, um möglich, das, was möglich ist, zu erreichen. Von daher sehe ich das schon als angemessen an, dass die AfD angesichts der Tatsache, dass die Bürger jetzt erkennen, dass die Bundesregierung, dass die Landesregierung schlechte Arbeit gemacht haben, dass sie das im eigenen Leib spüren und dass sie die AfD zunehmend als Alternative entdecken, dass die AfD da auch den Anspruch formulieren sollte, zu regieren, ganz klar. Also Kanzlerkandidatur, ja. Wer sollte es denn machen aus Ihrer Sicht? Eine der beiden Bundesvorsitzenden, Frau Weidel, Herr Chrupalla? Ich glaube, wir haben da mindestens zwei sehr gute Kandidaten. Und Alice Weidel und Thilo Chrupalla wären beide gute Kanzlerkandidaten und Kanzler. Aber es gibt ein Problem aus Sicht der AfD nach wie vor. Es will nämlich niemand mit der AfD, trotz der guten Umfragewerte. Eine Partei im Höhenflug. Dass die AfD selbstbewusst wie nie ist, zeigt sich im Juni in Kirchheim-Bohlanden. Liebe Freunde, was wir brauchen, sind Neuwahlen. Lass uns diese Leute nach Hause schicken. Umfragen sehen die Partei bundesweit auf Platz 2. Im Land ist sie auf Platz 3. Zu guten Umfrageergebnissen kommen erste Wahlsiege im Osten Deutschlands. Im Westen ist von Normalisierung noch nichts zu merken. Keinerlei gedankliche Zusammenarbeit oder tatsächliche Zusammenarbeit mit der AfD. Das betrifft auch die Kommunalparlamente. Was bringen Umfrageergebnisse ohne politische Partner? Herr Bollinger, diese Woche gab es ziemlich viel Aufregung bei diesem Thema. Am Ende steht aber die Aussage der CDU, mit euch wollen wir nicht, auch weil Teile der Partei als rechtsextremistisch eingestuft sind. Heißt, sie müssen eh nicht beweisen, ob sie es können. Da kann man leicht kritisieren, oder? Nun, zunächst mal haben wir die aktuellen Probleme vorausgesagt und haben zum Beispiel im Bereich der Migration, aber auch im Bereich der Energiepolitik, Stichwort Kernkraft, seit Jahren die Lösungen gefordert, die andere Parteien, wie zum Beispiel die CDU, jetzt übernehmen. Es gibt eine sehr hohe Unzufriedenheit mit der Regierung, von der Sie profitieren. Sie sammeln viele Protestwähler ein. Das tun wir sicherlich, wobei im ARD-Deutschland-Trend jetzt festgestellt wurde, dass die AfD-Anhänger in hohem Maße, fast zu 80% inhaltlich mit der AfD, eine Nähe verspüren. Der Deutschlandtrend hat auch festgestellt, dass die Kompetenzzuschreibung nicht sonderlich hoch ist. Die Kompetenzzuschreibung ist bei allen Parteien nicht sonderlich hoch. Aber immerhin sind wir da schon auf der dritten Stelle. Das heißt, wir kommen nach Union und kurz nach der SPD, aber vor Grünen und deutlich vor der FDP. Dann schauen wir mal auf Ihre Arbeit in Rheinland-Pfalz. Nächstes Jahr ist ja wieder Kommunalwahl. Seit der vergangenen Kommunalwahl gab es in mehreren Stadträten oder Gemeinderäten in Rheinland-Pfalz Ärger mit der AfD und für die AfD. Zwei Austritte aus der AfD-Fraktion im Kreistag Altenkirchen. Der Vorsitzende der Neuwieder-Stadtratsfraktion ist ausgetreten. In Ludwigshafen Riesenzoff. Waren nur drei Beispiele. Die Liste ist noch länger. Was für ein Bild gibt Ihre Partei da ab? Ach, wir haben eine ganze Reihe guter und starker Kommunalfraktionen. Und wie gesagt, die Liste geht noch länger, könnt ihr jetzt noch fortsetzen. Ist doch kein gutes Bild, oder? Ja, ich kann Ihnen auch eine ganze Reihe von Fraktionen nennen. In Neuwied, im Kreistag, im Stadtrat haben wir inhaltlich sehr gute Arbeit geleistet. Ja, ich stelle nur fest, dass das eben nicht das ganze Bild ist, dass wir sehr viele gute und starke Fraktionen haben. Und dass die AfD halt, auch wenn man es bei der Professionalisierung auf allen Ebenen und den Erfolgen so nicht vermuten würde, trotzdem noch eine junge Partei ist. Und wir treten jetzt ja wieder zur Kommunalwahl an, werden auf den Erfolgen aufsetzen. Und jetzt kennt man sich ja auch besser, werden also da noch stabilere Listen aufstellen und Fraktionen in die Räte entsenden.
Die Landtagsfraktion ist auch ein bisschen geschrumpft, aber auf den Punkt würde ich beim Stichwort Landtagsfraktion gar nicht kommen. Was die Arbeit dort angeht, gibt es laut dem Vorsitzenden Michael Frisch eine Übereinkunft mit Ihnen, Herr Bollinger. Sie sind vergangenes Jahr Parteivorsitzender der AfD geworden und er soll im Gegenzug bis zur Landtagswahl den Fraktionsvorsitz behalten dürfen. Sie wollen nicht gegen ihn antreten, heißt es. Bleibt es dabei? Also unsere Landtagsfraktion arbeitet, wie Ihr Kollege Frederik Merz ja auch festgestellt hat, vor nicht allzu langer Zeit sehr erfolgreich. Und was die Fraktionsvorstandswahlen betrifft, das ist ein Thema der gesamten Fraktion, nicht nur von Michael Frisch und Jan Bollinger, sondern von unseren 8 Abgeordneten. Und damit werden wir uns zu gegebener Zeit beschäftigen. Frederik Merz hat auch andere Dinge festgestellt im Rahmen seiner Berichterstattung. Aber nochmal auf diesen Punkt. Es bleibt offenbar eben nicht bei dieser Übereinkunft. Heißt, Sie werden Herrn Frisch nicht unterstützen, sondern können sich vorstellen, selbst nach dem Fraktionsvorsitz zu greifen? Ich habe gesagt, das ist eine interne Frage der Fraktion, die von der gesamten Fraktion entschieden wird, von 8 Abgeordneten. Und der möchte ich nicht vorgreifen hier. Dann schauen wir mal auf Inhalte und Positionen der AfD und heute mal nicht auf die Asylpolitik, da sind die Inhalte hinlänglich bekannt, sondern wir wollen mal auf ein anderes großes Thema unserer Zeit schauen. Überschwemmungen in Italien, Waldbrände auf der griechischen Insel Rhodos. Unwetter in Deutschland. Der Sommer 23, ein Sommer der Klimarekorde. Der heißeste je gemessene Tag überhaupt, der heißeste Juni weltweit. Rekordtemperaturen im Atlantik und in der Antarktis schmilzt das Eis so schnell wie noch nie. Wissenschaftler nennen das Tempo der Veränderung beispiellos. Im aktuellen Europawahlprogramm hingegen heißt es, es zeigten sich weder vermehrt Extremwetterereignisse noch ein beschleunigt ansteigender Meeresspiegel. Naturkatastrophen zu verhindern, steht auch in Zukunft nicht in unserer Macht. Die Klimakatastrophe, also unter der Klimakatastrophe geht es ja gar nicht mehr. Ich kann Ihnen sagen, wenn es so weitergeht, werden Sie alle verbrennen. An fossilen Brennstoffen will die Partei festhalten, auch an Braunkohle und Fracking. Und neue Atomkraftwerke will sie bauen. Eine Machbarkeitsstudie soll neue Standorte dafür in Rheinland-Pfalz ausfindig machen. Die Partei nennt das Energiewende 2.0. Eine auf CO2-Einsparung angelegte Politik sei Klimawahn. Herr Bollinger, bei Ihrem Parteikollegen Sebastian Münzenmeier spürt man die ganze Ironie, Sarkasmus bei diesem Thema. Jetzt muss man bei dem Satz, wenn es so weitergeht, werden Sie alle verbrennen, fairerweise dazu sagen. Herr Münzenmeier hat denn gesagt, bevor die Brände in Südeuropa jetzt die aktuellen ausgebrochen sind. Aber es gab ja schon vorher Waldbrände. 2022 war das Rekordjahr in Europa. Ist der Umgang der AfD mit diesem Thema wirklich der? Da verbrennen wirklich Menschen. Die AfD geht mit diesem Thema realistisch um. Sie leugnen nicht, dass es einen Klimawandel gibt. Aber wir sagen, erstens mal ist nicht klar, wie hoch der Einfluss ist, den wir durch CO2-Einsparungsmaßnahmen darauf nehmen können. Und zum anderen, dass es unsinnig ist, dass wir in Deutschland unsere Wirtschaft zugrunde richten, unsere Bürger massiv belasten. Schauen Sie sich die Strompreise an, während andere Länder Kohlekraftwerke bauen. Lassen Sie uns bei dem Klimapunkt bleiben, um das klar zu kriegen. Ihre Partei tut die Lage als Klimawahn ab und die AfD bestreitet, haben wir eben noch mal gesehen, dass sich extreme Wetterlagen häufen, dass die Meeresspiegel beschleunigt anwachsen. Beides ist wissenschaftlich nachgewiesen. Warum behaupten Sie einfach das Gegenteil? Es gibt erstens durchaus Wissenschaftler, die das anders sehen. Es gibt Wissenschaftler, aber Sie wissen auch, die weit überwiegende Mehrheit auf der ganzen Welt sieht es anders. Na, es gibt da durchaus eine ganze Menge Wissenschaftler, die das anders sehen. Der Weltklimarat, der ganz viele Studien zusammenfasst. Der Weltklimarat ist halt auch so aufgestellt, dass er kritische Stimmen nicht berücksichtigt. Das ist eine Meinung, andere Meinungen werden dort nicht gehört. Aber nochmal, wir leugnen nicht, dass es einen Klimawandel gibt, dass es heißer wird, das merkt man, auch wenn man es heute so nicht verspürt, wenn ich herausschaue. Und wir sagen aber, es macht keinen Sinn, dass wir unsere Wirtschaft zugrunde richten, während andere Länder CO2 ausstoßen in rauen Massen. Und wir sagen, wenn wir Maßnahmen ergreifen, dann sollten die solche der Anpassung sein, das heißt Vorkehrungen zum Beispiel gegen die Folgen von Starkregenereignissen, wie es ja jetzt im Ahrtal
langsam geschieht. Wie soll das denn passieren? Wie will man sich anpassen? Es gibt einen bekannten Klimaforscher, der heißt Mujib Latif, und der fragt, wie soll das eigentlich gehen? Wie wollen wir uns eigentlich an mehr als 40 Grad anpassen? Wie sollen wir uns an sintflutartige Regen anpassen? Wie soll die Landwirtschaft ohne Regen auskommen? Mal so gefragt, was sagen Sie, was sagt die AfD rheinland-pfälzischen Bauern, die jetzt schon ein Problem haben, weil das Wasser fehlt? Nicht heute, aber wir hatten wochenlang das Problem. Ja, damit beschäftigen wir uns und damit auch in der Enquete-Kommission, in der ich ja mitarbeite. Und da sage ich nochmal, da macht es eben keinen Sinn, unsere Wirtschaft zugrunde zu richten, unsere Verbraucher massiv zu belasten durch Einsparmaßnahmen, die durch Kohlekraftwerke anderswo aufgewogen werden, sondern zum Beispiel Starkregenereignisse an der Ahr gab es zum Beispiel schon seit Hunderten von Jahren, dass man dafür sorgt, dass der Katastrophenschutz gut aufgestellt ist. Aber dass Sie sehen doch auch die aktuellen Studien, die sagen, sowas wird häufiger wegen des menschengemachten Anteils. Ist doch klar bewiesen. Gut, also an der Ahr ist es so, dort gibt es immer in ungefähr 100 Jahren Starkregenereignisse. Die waren in der Vergangenheit teilweise sogar heftiger als hier. Stimmt. Und die Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, sind Rückhaltebecken, dafür zu sorgen, dass das Wasser dann, wenn es kommt, eben aufgefangen wird, dass der Katastrophenschutz gut aufgestellt ist, was in der Vergangenheit durch die verantwortliche Landesregierung nicht der Fall gewesen ist. Und dass man diese Wasserrückhaltung eben dann auch zur Bewässerung von Feldern verwendet. Zum Beispiel. Das sind sinnvolle Anpassungsmaßnahmen. Sie haben eben beim Stichwort Energieversorgung gesagt, Sie wollen Atomkraftwerke bauen. Sie haben kürzlich eine Studie zitiert von INSA, wonach in Rheinland-Pfalz 47% der Menschen sagen, sie seien für moderne Atomkraftwerke, und zwar in Rheinland-Pfalz. An welche Standorte haben Sie denn gedacht? Ja, da müsste man zunächst mal eben eine Stadt- und Analyse durchführen. Das haben wir auch gesagt. Das heißt, man müsste prüfen, wo sind zum Beispiel die Bodengegebenheiten geeignet. Das sollte eben kein erdbebengefährdetes Gebiet sein, wie es bei Mülheim-Kärlich der Fall gewesen ist, sondern das sollte ein sicheres Gebiet sein. Dann müsste man schauen, welche Bevölkerungsansammlungen in der Nähe sind, was ansonsten noch in der Nähe ist. Aber das wäre der erste Schritt, und dann erst bauen. Nicht, wie es in der Vergangenheit war, umgekehrt das zu tun. Wir haben eben ein paar Zitate aus dem Programmentwurf der AfD für die Europawahl, für den Europawahlwahlkampf gehört schon. Darum geht es ab morgen auch auf einem Parteitag in Magdeburg. Und dieses Programm schauen wir uns jetzt noch ein bisschen näher an und fragen, wie steht die Partei eigentlich zu Europa? Die AfD will es erobern, um es dann aufzulösen. Das EU-Parlament in Straßburg und Brüssel. Und nicht nur das Parlament, die ganze EU soll aufgelöst werden. So steht es zumindest im Entwurf des Wahlprogramms der Partei. Oder doch nicht? Kurz vor dem entscheidenden Parteitag ab morgen in Magdeburg will die Parteispitze die Forderung nach der EU-Auflösung doch wieder streichen. Ein Versehen sei der Textentwurf. Die anderen Forderungen dürften bestehen bleiben. Zurück zur D-Mark, zurück zur Wehrpflicht, Kontrollen an Binnen- und Außengrenzen. Der Zuzug von Flüchtlingen soll deutlich begrenzt werden, auch der von Menschen aus der Ukraine. Die Sanktionen gegen Russland will die AfD beenden. Die hier stationierten US-Truppen sollen Europa mittelfristig verlassen. Herr Bollinger, die AfD wollte aus Versehen die EU auflösen. Klingt schon kurios, oder? Der Fokus unseres Programms, das haben Sie mich, glaube ich, auch das letzte Mal gefragt, liegt ja darauf, dass wir Europa vom Kopf auf die Füße stellen wollen. Und wie Sie lesen, wollen wir eine europäische Wirtschafts- und Interessengemeinschaft. Die sollte aber eben nicht eine Transferunion sein mit einer überbordenden Bürokratie, wie es jetzt der Fall ist. Die AfD will auch, steht auch im Programmentwurf drin, dass die US-Streitkräfte abziehen. Das heißt dann übersetzt für Rammstein und Spangdahlen, die AfD schickt sie nach Hause und sagt, Ami, go home? Ich denke, Deutschland sollte und Europa sollte auf Frist selbstverteidigungsfähig werden. Und als Deutschland haben wir lange Zeit unsere Verpflichtungen nicht erfüllt. Daran haben uns gerade die USA erinnert. Wir haben das 2%-Ziel nicht erfüllt. Und das Ergebnis einer vollständigen Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und Europas wäre dann irgendwann, dass wir selbst imstande wären, uns zu verteidigen. Also Abzug der US-Streitkräfte. Keine Sanktionen mehr gegen Russland soll außerdem im Programm stehen. Was sagen Sie den Leuten, die Sie als Russlandversteher bezeichnen? Den Leuten sage ich, dass es hier keine einfachen Lösungen gibt, aber dass wir zunächst mal auch auf die Interessen der Menschen hier im Lande schauen müssen, die durch die Russland-Sanktionen durchaus belastet werden, während Russland darunter offensichtlich wenig leidet und seine Gas- und Ölvorkommen auf anderem Wege über Indien zum Beispiel an den Mann bringt. Und dass zweitens, auch wenn da die Aussichten im Moment trübe scheinen, unser Ziel sein muss,
die Kriegsparteien wieder an den Verhandlungstisch zu bekommen. Also Diplomatie statt Eskalation. Und dass das ein Schritt wäre dahin. Für einen Parteitag, der jetzt in Magdeburg beginnt, haben Sie 5 Tage reserviert. Ganz schön viel. Rechnen Sie wieder mit Tumulten, so wie beim vergangenen Mal? Der Parteitag wurde abgebrochen. Das war ein insgesamt erfolgreicher Parteitag. Der letzte Parteitag hat einen guten Bundesvorstand gewählt und auch uns zu dem Thema Wiedereinstieg in die Atomkraft bekannt. Und das erwarte ich von diesem Parteitag auch. Wir werden gute Kandidaten wählen und ein gutes Programm beschließen. Vielen Dank fürs Sommerinterview dieses Jahr, Jan Bollinger. Danke. Danke, Herr Becker.